Hallo und herzlich willkommen zurück zu Cube World. Wir sind der ultimative Supersoldat, bis auf Homer, der gehört nicht mehr dazu. Doch, ich bin die Antenne. Doch, der ist die Antenne, die fliegt halt manchmal auch weg. Aber wir haben uns jetzt gedacht, wir fusionieren uns einfach alle zusammen und laufen so dann rum. Nein, Quatsch, wir gehen jetzt einfach mal los und ich weiß nicht genau, wir wollten ja eigentlich diese Welt hier noch was erkunden. Oder wollen wir schon den nächsten Kontinent? Oder haben wir gemerkt, dass das hier zu schwer war? War das nicht so? Der da unten hat eine Speedbubble. Das war zu schwer, ne? Ja. Ja, da müssen... Dann lass uns nochmal, entweder gehen wir wieder zurück. Obwohl, es gibt hier was hier die zwei einigst, ja, hier die ich wollte gerade sagen, in jeder Welt wird aber zufällig auch was für unser Level generiert. Look, I married the map. Ach, I marked. Oh mein Gott, ich kann nicht lesen. Ja, ich habe die Map verheiratet. Mit mir selber. Hier gibt es mehrere Punkte, die für uns passen würden. Das heißt, man kann in die Bar gehen und dann einfach mal so lange den Typen anquatschen. Bis der bis die Quests da sind. Ach ja, dann wenn man den Typen so anquatschen, werden alle irgendwie aufgerufen gleichzeitig, ne? Mhm. Ah, das ist erstens scheiße laut und buggy. Kacke. Blöd. Egal, wo ist denn die Bar? Da hinten ist noch einer mit einer Speechbubble, her damit. Ah, da hinten ist die Bar. Erdbeben. Die sagen alle ja, das Gleiche. Also, was wollten wir jetzt machen? Den Barmann anreden, bis die Quests an den passenden Orten sind. Ja, mir egal. Welche Quests? Ja, nee, aber die Quest hier können wir doch eh noch nicht machen. Welche Quests? Also, wie gesagt, wir haben die NPCs hier ein paar blaue Gebiete markiert gerade. Ja, warum gehen Quest? Wir nicht einfach hin? Leute, was machst du? Ich? Wer ist das? Ah, jetzt ist er zum Beispiel dabei einer. Wo denn? Temple of Kursel. Ja. Ja. Das ist auch ein Weg zurück, oder nicht? Ah, ich hab auch noch Lamini Island. Ich sehe aber immer wieder nix auf der Map, weil mein Cube World vorhin ein bisschen rumgespackt hatte und meinte Epilepsie-Anfall zu bekommen. Ja, dann lass uns doch zu diesem einen Tempel da gehen und gucken wir mal. Hier ist überall Wasser. Ja, stell dir vor, im Ozean ist Wasser. Aber Zwerge sind Wasser, toll. Ach ja, übrigens, zu die mir drunter geschrieben haben, wo ich nachgucken kann, wie die Pets, welche Pets ich züchten soll und wie man die züchten soll. Das ist nett, aber wir wollten das selber rausfinden. Also manche haben geschrieben, geh doch auf die Wiki und so, will ich aber nicht. Weil irgendwie macht das Spaß, finde ich persönlich, das selbst rauszufinden. Und deswegen bitte, diese Kommentare könnt ihr zwar drunter schreiben, aber ich gehe nicht auf die Wiki. Erstmal. Wenn es dann später ein bisschen weiter fortgeschritten sind, dann können wir das gerne machen. Dann gucke ich mir auch an, welches Tier welches Pupu macht. Und schon alle auf dem Weg dahin sein. Ist das nicht die richtige Richtung? Doch. Doch, aber ich bin doch in der Stadt. Ja, Alter, du hast doch gesagt dahin. Ja, ich konnte nicht wissen, dass ihr jetzt direkt dahin rascht. Tja. Eine Mähne. Hatte ich nicht ein Reittier? Moment, hatte ich nicht. Moment. Ja, funny. Moment. Hat er noch kein Pet? Kann ich jetzt hier Flaschen? Moment, ich muss mal gerade gucken, ob ich Flaschen machen kann hier. Eule hatte ich auch. Apropos, das ist eine gute Idee, Basti. Ja. Ja, ich habe 50 Water Bottles. Ich kann mir quasi jetzt Potions machen. Das mache ich lieber auch gerade mal. Wer war nochmal mit dem nächsten Petfood dran? Zum Aufheben? Oh, weiß ich keine nicht mehr. Ahnung. Wir resetten einfach, gefunden? Ich bin der Nächste, der dran war. Ja, genau. Also ich meine, ich war am Anfang, immer. Danach... Ja, ich war als Zweites. Ja, guck mal, wie viel Essen ihr da gerade habt. Was? Wie viel Petfood wir haben, meint er, glaube ich. Ich hab halt die Karotte und dann noch zwei andere. Ich hab auch drei. Ich hab nur zwei. Ja, dann ich hab nur die Karotte und diesen Date-Cookie. Aber hast du nicht schon eins gezähmt? Ne, ich hab noch gar nichts. Okay. Ja, dann bist du wohl dran. Dann bist du wohl dran. Sugar Candy. Mal sehen, was man damit machen kann. Ich kann Nikolaus zähmen. Warte, komm, ich bin mir kurz die Wasserflaschen und die Potions am machen, Leute. Jo, ich krieg in der Zeit mal Genickstarre im Wasser. Also ich schwimme mit meinem Bunny hier. Das sieht irgendwie geil, scheiße aus. So. Alter, auch mal extreme Genickstarre beim Essen. Ja, guck dir das doch mal an, Basti. Warte. Ich finde, das sieht eher so aus, als ob man auf Klo muss. Ich weiß ja nicht, wie du aussiehst, wenn du auf Klo musst, aber ja, okay. So nicht, aber ich meine, hier wirkt es irgendwie so leicht. Wenn du halb sitzt, oder? So hier. Alter. Ja.
Kannst du selbst einen pusten, weißt du? Ey, dein Bunny macht da unten Bum-Bum. Geh mal unten schnell Hexen, Mann, du Überkopf. Alter! Diese dummen Bitches. Ja, Alter, die Mama platt. Das, da rechts ist ein Hai. Alles nur für Magier-Kacke, ey. So ein behinderter Dünnschiss. Hat die Witches jetzt platt gemacht? Ja. Bin ja, das ist so, sollen wir den Hai... Ja, super. Dort. Ja, toll, Homer. Miss. Ah, der ist aber einfach. Was ich sagen wollte, bei mir hatten alle Witches ihren scheiß Laser aktiviert, ne? Und bei euch machen die gar nichts. Lol. Oh mein Gott, Power 60. Alter, da ist noch ja, kein einziger von uns ansatzweise. Iron Depot. Hast du eine Höhle gefunden? Ja, hier ist auch noch so ein Pilz. Warte mal, den krieg ich. Ey, Iron, ne? Wieso bist du so langsam beim Schwimmen? Warum bist du so schnell? Emerald. Okay, weiterhin zu der Quest, bevor wir... Das ist ein hässlicher Fisch. Ein Blowfisch. Ob der wohl der zweite Blowchopper ist? Man weiß es nicht. Ja, bestimmt. Wie geht's denn? In welche Richtung macht der Blowfisch? Guck mal, das ist ein Piranha-Schwarm. Den greifen wir jetzt an, okay? Ja, mach du ruhig. Nee, ihr macht mit. Wir kümmern uns in der Zeit um Captain Blowfish Nummer 2. Captain Blowfish. Das mit Nummer 3? Ja, ja, aber das sind voll viele, Alter. Weißt du, wir sollten echt die Piranhas angreifen. Die erstens sind die rot. Ja, gut. Jetzt hast du die Antwort. Ja, aber der kriegt weniger Schaden als der Hai, würde ich sagen. Alter, der schwimmt mir weg. Bleib mal hier. Ja, der will zu mir. Ja, der dealt am meisten Damage. Das wird auch so bleiben. Ja mit dem Kackbogenbug, ne? Armbrust. Weiß nicht, ob das ein Bug ist, ehrlich gesagt, aber naja. Naja, wenn man genauso viel Schaden macht, wenn man die ganze Zeit rechtsklickt oder rechtsklick gedrückt hält, das muss ja ein Bug sein. Ja, das stimmt. Und eigentlich ist es ja auch gedacht, damit man Schuss auflädt. Lol, what the fuck? Ich bin tot. Warst du da tot? Ich. Alter, die sind alle hier. Lol, what the fuck? Nein! Geh weg, Piranha. Basti, wir müssen an die Oberfläche, dann folgen die uns nicht mehr. Ich werde jetzt zum Tempel auf Kreisel gehen. An die Kursel. Kursel. Der Tempel auf Kreisel. Welche Richtung ist das? Da, das ist richtig. Hey, im Wasser sind es 95% Luftfeuchtigkeit, aber ich glaube, das hatten wir letzte Folge schon mal gesagt, ne? Ich glaube, das hatten wir schon gesagt, ja. Ja. Die Haare atmen mit, deshalb. Ist ja auch so geil, dass die Laterne im Fernsehen im Wasser im Wasser funktioniert. Fernsehen und Wasser ist auch fast das gleiche. Ja, ist ähnlich, oder? Ja. Genau, der gleiche. Manche brauchen drin. Das genauso zum Leben wie Wasser. So. An alle Leute, die gerne Soundtracks von Spielen auch mal gern mögen. Wir haben uns die Tage mal einfach nebenher so, weil wir haben Tomb Raider durchgezockt so ein bisschen. Und haben uns nebenher Bastion angehört, den Soundtrack. Der ist extrem geil, Leute. Der kostet nicht so viel und der ist richtig, richtig geil. Kann ich jedem nur empfehlen. Ja, während des Summer Sales sollte der nochmal 80%, 85% reduziert werden. Ja. Kostet ja irgendwie 50 Cent oder so. Ja, den Soundtrack kann man nämlich auch einzeln kaufen. Mhm. Alter, warum seid ihr beide so schnell? Wollt ihr mich verarschen? Hä? Alter, das ist ein Human. Oh mein Gott! Mir fällt mal auf, wir sind auf einer roten Insel. Lol. Ja, aber das könnt ihr vergessen. Wenn wir wieder jetzt einen Boss angreifen, haben wir wieder Probleme. Bin auch dort. Ich geh einfach von der Insel runter hier, ich warte. Was ist das denn? LOL. LOL, das ist. Oh, hier ist ein anderer Link. Der macht trotzdem gut Damage. Ja. LOL, du bist fast down. Bitte. Turtle, komm her. Bitte lass ich mir in der Zuckerstange verführen lassen. Bitte. Dann hab ich einen Tank.
Hallo? Nein. Hilfe! Warum nicht? Das Menü will nicht zu. So. Ach, jetzt könnten ja. Kann man eigentlich auch Wasserpads zählen? Soll ich ein Hai oder so? Ich hab einen Lolli gerade bekommen. Der ist dann wohl für mich, ne? Lolli war doch für die Eule, ne? Hier ist ein Parrot. Das ist ein das ist Papagei, Leute. Okay. Was habe ich denn dabei? Habe ich irgendwas dabei? Nee, ich Bananasplit. Also ja, ich habe. Oh, der ist rot. Oh. Leute, der ist aber richtig tiefrot. Weißt du, ich meine, der ist. Wissen wir schon, wofür Schokodonuts? Milchschokolade? Wofür waren Schokodonuts? Ach, der ist gar nicht böse. Ach so. Wofür waren denn nochmal Schokodonuts? Ich hab's im Singleplayer gespielt und da war's für Maulwürfe. Ja. Ja, okay. Das hatten wir auch schon irgendwann mal gesagt, meine ich, aber. Ja, sind wir denn immer auf dem Weg dahin? Oder? Ja. Okay. Alter, der ist rot. Parrot. Parrot, was heißt Parrot? Kakadu oder? Nee. Nee, Zwiebelringe für Lau. Och, ich hab's im Kreuz, weißt du. Seite da. Achso, da vorne ist wieder so ein Schwarm Piranhas. Alter, was geht denn jetzt mit mir ab? Was die guckt. Was ist los? Hä? Was machst du da? LOL. Warum bückst du dich? Alter, du hast da zwei Klöten unter deinem Hals hängen. Das erinnert mich an Movie 43. Die Klöten nennen sich auch ja. Arme. Ja. Warte mal, sollen wir gerade hier in die Höhle reingehen? Ja. Zumindest ein bisschen Stoff mitnehmen. Stoff, sag ich schon. Ein bisschen Stoff mitnehmen. Da war Homer drin, hat alles gelootet. Ach, der Homer war schon drin, ne? Ja. Boah, nee, dann will ich da nicht rein. Ja, toll, da will ich auch nicht rein. Da stinkt alles nach Scheiße. Ja. Ich rieche auch schon, Alter. Achso, aber Basti? Ja. Fang das ja jetzt nicht deswegen an zu hänseln, wegen den Klöten und am Hals. Nee. Nein, nicht doch, zweiter Peter Griffin. Alter, ich hab dem Vorlang keinen Damage gemacht, also die ganze Zeit Miss. Ja, du kannst ja schlecht auf dem Land einen Fisch angreifen, ne? Da kann dich ja nicht angreifen. Nee, ich war im Wasser. Alter, ich bin in irgendeiner Höhle, die irgendwie gar nicht mehr enden will. Du bist leider jetzt im Nether. Ah! In der unendlichen Höhle des Nethers. Wir machen derweil schon mal den Boss da hinten, ne? Ja. Ach, ich lauf wieder zurück, deswegen. Oh. Scheiß Höhle hat mich in die falsche Richtung geleitet. Ja, ich glaube, du warst das, oder? Ja. Genau. Penis. Das auch. Oh mein Gott! Bist du tot? Was? Bist du tot, sag ich? Brot? Nein, kein Brot. Ah. Ja, geil. Bin ich auch. Sapphirefisch, der wird sofort sterben. Jetzt. Du hast ein Pet? Ja, was heißt Duckbill auf Deutsch? LOL. Schnabeltier. Ich hab ein Schnabeltier. LOL. Mit was hast du das gezähmt? Mit dem Sugar, mit dieser Zuckerstange. Du bist so ein Asoch, Aso, ey. Aber ich kann's ja nicht reiten. Da oben grad lang, war's eine Hexe? Hexe? Ein Splitter? Hier ist ein Splitter. Splitter! Er spuckt dich gleich voll, so. Pass auf. Ekelhaft, sag ich dir, das wird richtig widerlich. Ah. Hallo, Splitter. Da vorne sehe ich den Bunny rumlaufen. Schade, dass man mit den Tieren nicht klettern kann, ne? Ja. Ja, wenn du auf so einem Affen sitzt, dann könntest du ja theoretisch klettern. Ja, aber ich glaube, auf den kann man nicht reiten, oder? Würde ich jetzt mal schätzen. Denke ich auch mal nicht, die sind viel zu klein dafür. Ach, Quatsch. Ich meine, überleg mal, wie groß ist im Normalfall ein Hase? Naja, so groß, dass du drauf reiten kannst. Ja, genau. Wäre auch so geil, dass man sich darauf setzt, dass der Hase erstmal matt wäre. Ich weiß ja nicht, wie fett du bist, aber wenn ich mich auf den Hasen draufsetze, dann ist er nicht unbedingt matt. Ich habe einen Lanternfisch angegriffen.